Zugeschaltet ist mir jetzt Daniel Schimmer, der Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Guten Tag. Guten Tag, grüß Sie. Wie blicken Sie denn auf den G7-Gipfel? Ist das Ihrer Meinung nach ein Fluch, weil eben der Tourismus dadurch gestört ist, oder ein Segen, weil die Bilder aus dem malerischen Garmisch-Partenkirchen um die Welt gehen und somit auch Werbung machen? Ja, sowohl als auch, wie Sie sagen, Fluch und Segen zugleich. Natürlich ist es phänomenal, dass 3000 Journalisten da sind und in 140 Ländern der Welt unsere traumhafte Ganzjahresdestination zeigen und das auch noch bei diesem Bilderbuchwetter. Gleichzeitig ist es aber für viele Menschen, die hier leben und arbeiten, auch eine schwere Belastung. Sie haben auch gesagt, schwere Belastung. Garmisch gleicht ja im Moment einer Hochsicherheitszone. Seit wann laufen diese Vorbereitungen denn? Seit wann ist der Tourismus, ist die Hotellerie, sind die Restaurants behindert in ihrem Betrieb? Ja, die Hotellerie, man muss immer differenzieren. Wie Sie sagten, ich bin Vorsitzender vom Hotel- und Gaststättenverband. Natürlich, unsere Beherbergungsbetriebe profitieren aktuell davon, von langen Buchungen, die über teilweise viele Wochen stattfinden. Ganz anders sieht es eben in den gastronomischen Einrichtungen aus, die jetzt momentan natürlich Umsatzeinbußen haben, weil der klassische Tagestourismus und der Übernachtungsgast fehlt. Manche Betriebe müssen tatsächlich aktuell schließen. Ich würde sagen, auf Ihre Frage zu antworten, Ende März, Anfang April, sind die ersten Einschneidungen schon zu spüren. Das heißt, unser Kongresshaus wurde zu der Zeit schon in Beschlag genommen. Es mussten Kongresse abgesagt werden, die schon längst geplant waren. Unser Kurpark ist nur noch zur Hälfte offen. Touristische Einrichtungen sind geschlossen. Viele Liegenschaften unseres Marktes sind momentan einfach an Sicherheitskräfte vermietet. Das heißt, wäre es Ihnen generell lieber, wenn dieser G7-Gipfel eben nicht bei Ihnen in der Region stattfindet, möglicherweise auch noch ein weiteres Mal stattfindet? Es ist ja schon das zweite Mal. Oder sagen Sie, nee, das kann ruhig noch mal hier passieren? Also diese Frage stelle ich mir nicht, weil wir zum einen natürlich nie gefragt wurden. Das ist eine Entscheidung unserer Bundesregierung, weder unseres Rathauses, Landkreises noch der Bayerischen Landesregierung, sondern ausschließlich der Bundesregierung. Und wenn man ein bisschen zurückdenkt, dann war das ja auch nur ein Notfallplan, weil der US-amerikanische Präsident einfach in Schleswig-Holstein keine Zeit hatte und man musste eine andere Location suchen. Dementsprechend hatte man die Sicherheitskonzepte von 2015 noch und konnte relativ schnell zurückgreifen auf Garmisch-Partenkirchen. Ich glaube auch nicht, dass es im Sinne der Bundesregierung ist, dass es noch ein weiteres Mal hier stattfindet, weil es in Deutschland auch noch viele andere schöne Ecken gibt und sie auch von da berichten wollen. In Bayern ist es aber besonders schön, das muss man schon sagen. Blicken wir noch ganz kurz auf die Demonstrationen. Sind Sie erleichtert, dass es nicht so schlimm gekommen ist, wie man ja befürchtet hatte? Man hatte da auch in den schlimmsten Erwartungen ja schon die Bilder vom G20-Gipfel in Hamburg vor Augen. Ja, Sie sagen es, gestern ist mir tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen, dass es zu keinen größeren Ausschreitungen bei uns gekommen ist, weil wir natürlich immer diese Panik, wir hatten 2015 einen wunderbaren Gipfel, einen sehr, sehr friedlichen Gipfel und unsere wunderschöne Region konnte in der ganzen Welt gezeigt werden. 2017, Hamburg hat natürlich Bilder um die Welt geschickt, die wir alle nicht wollen, die wir alle nicht brauchen und von daher bin ich sehr dankbar, dass es bei uns jetzt wieder so friedlich ist in unserem Bayern. Und wir hoffen natürlich, dass es auch so bleibt. Der Gipfel ist ja noch nicht vorbei. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und liebe Grüße nach Garmisch. Sehr gerne. Vielen Dank.